Ein falscher Makler kann viel Geld kosten. Damit Ihnen das nicht passiert, hier mein 10-Punkte-Check für die Auswahl des richtigen Maklers. Herzlich willkommen zu Mein Makler Immobilienwissen. Mein Name ist Carsten Frick und heute geht es darum, wie Sie einen richtigen Makler auswählen mit 10 Punkten, die ich für Sie vorbereitet habe. Der IVD, der Immobilienverband Deutschland, hat hierfür eine Checkliste veröffentlicht und die möchte ich Ihnen heute präsentieren. Als erster Punkt ist wichtig, wenn Sie sich einen Makler auswählen, dass Sie darauf achten, dass dieser Marktkenntnisse hat, dass er sich in Ihrem Stadtgebiet auskennt und dass er letztendlich auch in Ihrem Stadtgebiet arbeitet. Der zweite Punkt ist, dass der Makler Referenzimmobilien mitbringt. Sie können halt im Vorfeld schon prüfen, ob er in Ihrem Stadtteil, in Ihrem Stadtgebiet Referenzen vorweisen kann, auch mit Immobilien, die Sie eventuell verkaufen wollen. Der dritte Punkt ist Beratung ohne Zeitdruck. Ein seriöser Makler wird sich genügend Zeit für Sie nehmen und wird auf Ihre persönlichen Bedürfnisse auch eingehen. Er wird Lösungsmöglichkeiten für Sie erarbeiten und gegebenenfalls auch weitere Spezialisten hinzuholen, wie zum Beispiel einen Architekt. Als viertes kommt die individuelle Beratung. Ein professioneller Immobilienmakler wird auf Ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse eingehen und für Sie Lösungen erarbeiten. Er wird aber auch vor Risiken warnen, die eventuell bei einem Verkauf entstehen können. Als fünftes kommt die realistische Beratung. Seriöse Makler werden Ihnen keine unrealistischen Preise für Ihre Immobilie nennen, nur um den Auftrag zu erhalten. Sie werden Ihnen relativ klar darlegen können, wie der Preis sich herleitet und können diesen begründen. Als sechstes kommt die Haftpflichtversicherung. Ein Immobilienmakler sollte immer eine Vermögensschadenshaftpflichtversicherung haben, denn auch ein professioneller Immobilienmakler ist nicht vor Irrtum geschützt. Er schützt damit seinen Kunden, aber auch sich selber vor eventuellen Vermögensschäden. Als siebtes macht ein Immobilienmakler natürlich auf Probleme aufmerksam. Er wird Ihnen nicht vorgaukeln, dass die Vermarktung einfach und schnell funktioniert und problemlos in 3 Monaten über die Bühne geht. Er wird Sie ehrlich im Vorfeld beraten und gegebenenfalls auch auf Probleme aufmerksam machen. Und wenn diese da sind, wird er mit Ihnen zusammen auch Lösungen erarbeiten. Ein seriöser Immobilienmakler geht auch planvoll vor. Das heißt, er macht sich im Vorfeld einen Plan zur Vermarktung der Immobilie, er kennt die Marktlage, er wird Sie letztendlich über seinen Plan informieren, er wird Ihnen relativ genau sagen, wann was zu welcher Zeit passiert. Was er natürlich nicht vorher planen kann, ist, wann der eigentliche Verkauf tatsächlich stattfindet. Es gibt natürlich immer ein Gefühl, was man letztendlich hat als Makler vor Ort, aber diesen Punkt kann man nicht genau bestimmen. Für einen professionellen Immobilienmakler steht die Kundenpflege natürlich auch im Vordergrund. Der verschwindet nicht einfach, wenn die Beurkundung passiert ist und schreibt nur noch seine Rechnung, sondern er kümmert sich auch darüber hinaus um noch weitere Belange von dem Verkäufer, aber auch von dem Käufer, wie zum Beispiel der wirtschaftliche Übergang. Und als letzter Punkt steht die Mitgliedschaft in einem Verband im Vordergrund. Sie können einen professionellen Immobilienmakler daran erkennen, ob er Mitglied in einem Immobilienverband ist, wie zum Beispiel der Immobilienverband Deutschland. Hier wird Seriosität und Professionalität halt groß geschrieben und daran können Sie letztendlich auch erkennen, ob der Makler den Standesregeln des Verbandes entspricht. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Wenn Sie Kommentare haben, schreiben Sie diese einfach unter dieses Video. Und wenn Sie mehr wissen wollen zum Thema Immobilienwissen, dann abonnieren Sie einfach den Kanal. Bis bald!